Einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich zu Gast etwas aus dem Hause Makita, und zwar den Druckluftmagazinnagler AF505. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Das Gerät befindet sich in diesem Kunststoffkoffer, mein erster Werkzeugkoffer aus dem Hause Makita. Und ich muss gleich zugeben, dieser Koffer ist sehr robust und fühlt sich sehr gut und hochwertig verarbeitet an. Bevor wir aber nun zu dem eigentlichen Produkt kommen, möchte ich mit euch die Maße von dem Koffer entnehmen. Der Koffer hat eine Gesamtbreite von 33 cm und eine Länge von 33 cm. Eine Höhe ca. von 8 bis 9 cm. Nun schauen wir uns das Gerät an. Der Nagler ist in einer Luftpolsterfolie sicher eingepackt. Des Weiteren haben wir hier noch eine kleine Ölflasche und eine Schutzbrille, die ebenfalls mit einer Schutzfolie ummantelt ist. Unter dem Gerät befindet sich die Gebrauchsanweisung. Diese ist ebenfalls in einer Schutzfolie ummantelt. Des Weiteren ist noch eine Adapternase aus Kunststoff in den Lieferumfang enthalten. Aber nun möchte ich voll und ganz meine ganze Konzentration auf diesen Nagler widmen. Und ich kann euch sagen, schon beim Auspacken wusste ich, dass ich dieses Gerät nie wieder hergeben will. Im Lieferumfang erhalten war der Nagler, der einen Betriebsdruck von 3,9 bis 7,8 bar hat, eine Schutzbrille, eine kleine Ölflasche und eine Adapternase. Diese Adapternase dient einfach nur als Schutz und könnt ihr bei Gelegenheit wechseln. Die kleine Ölflasche dient als Schmiermittel für die innere Mechanik des Druckluftnaglers und kann je nach Bedarf vor der Betriebnahme 1-2 Tropfen in den Anschlussnippel hinzugefügt werden. Wer eine größere Druckluftanlage verbaut hat in seiner Werkstatt, wird wahrscheinlich Wartungseinheiten verbaut haben. Dann fällt natürlich das mit den Ölen weg. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die Bedienungsanleitung zusätzlich nochmal in einer Schutzfolie ummantelt ist. Daran denken nicht viele Hersteller. Wenn man bedenkt, dass dieser Koffer oft auf Baustellen oder in der Werkstatt steht und oftmals offen ist und darunter leidet diese Bedienungsanleitung. Das finde ich wirklich klasse, dass der Hersteller daran gedacht hat. Das Gerät selber liegt sehr gut in der Hand, dank der Gummiummantelung. Des Weiteren haben wir hier einen Einhängeclip am Gerät verbaut. Diesen kann man natürlich bei Bedarf entfernen. Was mir auch gut gefallen hat, dass ihr die Einschusstiefe an diesen Regler hier einstellen könnt. Das hat auch nicht jeder Nagler. Des Weiteren wurde das Logo gleichzeitig als Schutz für das Gerät genutzt. Dank der Gummierung ist ein sicheres Abstellen garantiert. Die Abluft wird von dem Benutzer ferngehalten, dank der schwarzen Ventilkappe, die ihr natürlich bei Bedarf verstellen könnt. Das Gerät hat eine Gesamtlänge von 260 mm, eine Breite von 237 mm und eine Gesamthöhe von ca. 64 mm. Ein Gesamtgewicht von 1,4 Kilo. Naja, das stimmt ja nicht so exakt. Des Weiteren könnt ihr 100 Nägel in den Magazin hineinführen, von 15 bis 50 mm Tiefe. Die Füllmenge könnt ihr dank der zwei Sichtlöcher am Magazin nachlesen. Sobald das Ganze rot erscheint, heißt es nachladen. Hier unten an den kleinen Haken einfach drauf gedrückt und schon öffnet sich das Magazin. Falls sich zwei Nägel mal miteinander verhaken sollte, kein Problem. Einfach den Regler öffnen und ihr könnt, ich sage jetzt mal Schlitten, komplett auseinandernehmen und die zwei Nägel voneinander befreien. Nun aber genug von der Theorie, kommen wir zum praktischen Teil. Diesen Nagler von der Firma Makita nutze ich mit einem kleinen Kompressor. Dieser Kompressor hat ein Kesselvolumen von 6 Liter. Für die ersten Nagelversuche habe ich mir die 50er Nägel eingespannt. Und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Aber schaut selbst. Thank you.
Praxistest hat mich überzeugt. Natürlich habe ich dieses Gerät circa 2 bis 3 Wochen in Gebrauch gehabt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hat mich einfach überzeugt. Den Link für diesen Nagler habe ich euch wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und weitergeholfen. Würde mich über ein Abo von euch freuen. Ansonsten sind noch hier 2 weitere Videos von mir. Und für diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben, hier rechts im Bild ist der Abonnier-Button. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.